Ich mache mir Platinhaare. Komplett blond. Weiß. Wann? Nächste Woche Dienstag. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt mit dir befreundet bin. Und damit herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Stimme ist so am Arsch. Meine Stimme ist so am Arsch, Digga. Ich war gestern im Stadion im FC Köln-Block. Allerdings soll es heute nicht um Fußball oder keine Ahnung was gehen, meine Damen und Herren, sondern Sandra und ich reagieren heute mal wieder auf Hilf mir. Das ist eine... Die reinste Katastrophe der Katastrophen, auf Deutsch gesagt. Ja, und das ist eine Kirche, aber darum geht's nicht. Sondern es geht heute um außerirdische Gelüste. Mein Freund ist ein Alien. Das kann schon nichts werden. Nein! Nein! Das kann's doch nicht wieder gewesen sein! Nein! Warte, Moment. Moment. Ja, egal. Nee, da brauchen wir nichts zu sagen. Was ist das, Digga? What the fuck, Alter? Warte, was? Der zieht sich da nicht um und legt sich dann flach auf seine Freundin, während er ein Alien ist. Was hast du hier schon wieder für Scheiße, Alter? Also, ich habe mir gerade mal die Beschreibung während des Videos durchgelesen. UFO-Alarm bei Bernie. Sie denkt, der außerirdische Nano vom Planeten X2E habe sie besucht und nach allen Regeln der Kunst verführt. Jetzt wartet sie auf seine Rückkehr und macht damit ihr ganzes Umfeld verrückt. Hat Bernie noch alle Untertassen im Schrank? Aber okay, gut, wir schauen mal weiter. Da geht's ja richtig ratzefotze, Junge. Was geht da ab? Luca, die haben gerade Ding Dong. Digga, was labern die? Ich liebe dich. Geh Digga. Nicht. Ich liebe dich. Bald bin ich da. Bleib da. Hä? Nano. Und der... Was ist das hier schon wieder für eine komplette Scheiße? Ich check's gerade ehrlich gesagt nicht so richtig. Bist du dumm? Die pennt, kommt auf einmal Alien, macht zickzack mit der, dann Alien checkt ab und jetzt hat die sich verliebt, weil es so geil war. Auf Deutsch gesagt. Ist so, Digga. Hä? Nano? Wo bist du? Wo ist denn mein liebster Nano? Oh mein Gott, Digga. Warte mal, ist das ihre Wohnung? Ja. Sie hat hier den Schreibtisch, hier vorne pennt sie und da vorne ist noch irgendwie so ein Laufstep-Gerät. Außergewöhnliche Träume, wie zum Beispiel Bernie einen hatte, sind als Symbol zu verstehen. Warte, die Frau heißt Bernie? Ja. Ist das nicht ein Jungsname, Digga? Welche Frau heißt denn Bernie, Alter? Kennst du Bernie, den Bären? Nein. Den von FC Bayern München? Nö. Hä, wieso kennst du nicht? Du bist doch Spieler bei FC Bayern München. Man kann versuchen, sie zu deuten, aber das ist sehr individuell. Danke. Jetzt hat die auch noch einen Freund? Wer ist der denn, Alter? Hast du Nano gesehen? Wen? Nano, mein Nano. Sag bloß, du hattest Besuch gestern. Ja, das ist nicht ihr Freund. Das ist irgendwie WG-Mitbewohner. Aber der sagt selber schon über die aus, sie hat nie zickzack, Alter. Nein, er hat mir versprochen, wiederzukommen. Was wir Männer alles so versprechen, um allein wegzustecken. Was wir Männer alles genau. Aber sei doch mal froh, dass du auch mal einen abbekommen hast. Oh, wie gemein. Alter, der macht die übel fertig, Mann. Du bist doch gestern ganz allein nach Hause gekommen und dann sofort in dein Zimmer verschwunden. Wo hast du denn den Typen da bitte aufgerissen? Nano der Neunte vom Planeten X2E. Nee, ist richtig, Hase. Vom Planeten X2E. Ich versteh's gerade nicht mehr so ganz. Sie hat das geträumt? Ja. Dass sie mit dem Alien was hatte? Ja, und jetzt... Sie denkt aber, das war Realität. Ja. Hast du es am Anfang an nicht gecheckt, Digga? Digga, wie kann man denn so am Arsch sein, frage ich mich einfach. Digga, das geht nur bei Hilf mir, Alter. Nein, wirklich. Er war bei mir und es war so wunderschön. Und er sah so gut aus. Oh mein Gott, der sah doch nicht gut aus, Digga. Warte. Geh mal Club und da sind heiße Typen, Alter. Alles klar. Also wer das anziehen und schön findet, der hat echt nicht mehr alle Untertassen im Schrank. Digga, was laberst du schon wieder für Scheiße, Luca? Gleich rasier ich dir die Fresse. Er wird mich abholen kommen und wir werden zusammen eine Familie gründen auf dem Planeten X2E. Junge, wer hat dich in deinem Leben denn so hart verarscht, Digga? Die will eine Familie gründen mit dem? Ich dachte, die will ein bisschen hier Bimbam. Ja, das will nur ich. Schau mal, ist das nicht süß? Bist du jetzt vollkommen bescheuert? Wieso strahlst du denn so, Bernie? Ich hatte den besten Sex meines Lebens. Schön, dass du so offen bist.
ist Bernie. Was? Die auf der Arbeit und die sagt einfach, ich hatte den besten Sex meines Lebens. Und jetzt kommt hier ein Throwback wieder mit Nano vom Planeten X2E. Aber Nano hat dir doch Nachricht geschickt. Von, hast du Blau Band nicht gesehen oder was? Das war von Nano? Ja, das war von Nano. Digga, irgendwie ist mein Gehirn außerhalb von meinem Kopf gerade bei dieser Folge. Bernie ist vollkommen blind für ihre eigentliche Umgebung. Sie glaubt fest daran, dass sie in der letzten Nacht Besuch von einem Außerirdischen hatte. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in dieser Illusion verliert und dadurch die Chance auf eine reale Beziehung verpasst. Kennst du luzides Träumen? Beim luziden Träumen geht es halt darum, dass du weißt, dass du träumst. Also du weißt, dass du gerade in einem Traum bist und du weißt, okay, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie vom Hochhaus springe, bla bla, dann bin ich nicht tot, sondern ich wache auf und bla bla. Aber es gibt Leute, die das halt dann machen und sich dann in den Träumen verlieren und dann nicht mehr checken, hey, was ist Realität, was ist Traum und dann... Haben die einen Dachschaden, Alter? Ja, und ich glaube, die Frau hier hat auch so einen leichten Dachschaden. Oh, oh mein Gott! Die legt ihre Unterhose dahin. Oh mein Gott! Was? Was geht denn jetzt ab? Ich bin so alles im Blau. Es ist offen. Dieser Typ ist Hammer. Der Typ ist geil, ne? Der lacht die einfach die ganze Zeit aus. Nein, nein, nein! Nein! Was? Nein! Die hat jetzt, warte! Das... Nein! Die hat jetzt... Die hat doch nicht ernsthaft seine Brille auf! Bist du denn des Wahnsinns, Alter? Ist bei dir Karneval oder was? Nein. Er freut sich, wenn ich das mache. Was hast du dir denn da für einen Typen aufgerissen? Er hat mich nicht aufgerissen. Er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Digga, wie kann man denn so am Arsch sein? Man muss halt immer sagen, klar, hilf mir, bla bla, das Geschauspieler, bla bla. Aber ich denke mir halt auch, das war halt zu Beginn wirklich eine Serie, wo es um Leute ging, die finanzielle Probleme haben und bla bla. Und wie sie dann da rausgekommen sind und mit so ein bisschen einem Faktor so von wegen Bildung und bla. Aber ja, jetzt... Ja. Jetzt was soll man denn lernen? Kleinste Scheiße, hilf mir, Jungpleite, ja, verzweifelt. Jungpleite, verzweifelt, passt gar nicht mehr. Es passt nicht mehr und es ist komplett realitätsfern geworden, diese ganze Serie. Wenn sie ihre Fantasien und Sehnsüchte im privaten Bereich auslebt, mein ist Gott, dagegen nichts einzuwenden. Frau, ich könnte niemals im Leben so ernst bleiben, Alter. Ich würd aus diesem Ding da rausspringen, immer kurz die Fresse polieren und sagen, bitch, Mann, komm mal ein bisschen auf dein Leben klar, du dummer Alien. Ja, sagen wir nichts mehr zu. So, Nano, nun kannst du endlich kommen. Ich bin soweit. Bernie über... Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand die schlimmste Folge, auf die wir reagiert haben. Ich finde, es ist nicht jetzt so eine Folge, wo man sich die ganze Zeit Schrott lacht. Aber ich denke mir einfach... Wer hat dich verarscht? Klar, das ist... geschauspielert und wir wollen die Leute jetzt auch nicht irgendwie beleidigen, die Schauspieler, Genau. Aber ich will den Typ meinen! Der Typ kann sich gerne bei mir melden! Den finde ich super! Das ist total geil. Guck mal, der hat richtig geil Humor wie ich. Ey, Junge, erzähl wie Sandra Instagram, schreib mir die M. Ich scroll auf alle durch, wenn ich dich gefunden hab, Junge. Boah, du bist so ein beschissenes Arschloch, Felix. Ich liebe Nano und Nano liebt... Felix heißt er. Felix, come into my bed. Junge. Hörst du das nicht? Hat Nano gesprochen? Ich höre ja gar nichts. Was hat er denn gesagt? Bernilein, komm zu mir ins All und vögel mit mir auf den Wolken. Bernilein, komm zu mir ins All und vögel mich auf der Wolke. Aber guck doch mal, das sind Beweise von Außerirdischen, die auf der Erde gesichtet worden sind. Nein! Und die haben sich Beweise rausgesucht. Wer hat dich nochmal, ich sag es ein letztes Mal, weil die Folge ist gleich vorbei. Wer hat dir ins Gehirn geschissen, Digga? Boah, Mann, ey, ihr seid alle so krass scheiße auf diesem Planeten. Ich werde Nano überreden, auf seinen Planeten zu ziehen. Oh! Ist das auch deine Tage, oder was? Pass auf, dass das die Blaue Gast da rauskommt. Ich werde Nano überreden, dass er mich auf seine Welt mitnimmt. Da macht doch, Alter!
An der Stelle würden Sanne und ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch unsere Reaktion hier mal wieder auf Hilf mir gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Und sollen Sanne und ich als nächstes auf dieses Video hier reagieren? Ich mag Züge, neu verliebt nach Mixer Jimmys Tod. Schreibt uns auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob wir auf dieses Video als nächstes reagieren sollen. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke-Schule seid. Und tschüss!